Mahlzeit und ich grüße euch. Heute ist Mittwoch, der 29. Dezember 2021. Ich bin Endariel, Betreiber des Kanals Emperor Caligula. Der heutige Tag ist ein ganz besonderer Tag, jedenfalls für mich, für manche andere auch. Wenige heute nur noch, für viele nie. Es ist ein heiliger Tag des Grals. Und über den Gral möchte ich heute ein wenig sprechen und dann das, was ich vom Gral gelernt habe. Das klingt zunächst einmal seltsam, sagt das was ein römischer polytheist ein römischer Heide und ein ehemaliger Asatru mit dem Kelch Christi Abendmahls zu tun. Nun, meine Suche. Nach dem Gral und meine Beschäftigung mit dem Gral als Idee und auch als etwas, ich sag mal, was man mystisch erleben kann, hat mich in früheren Jahren, die lange zurückliegen, durch viele Pfade geführt. Mein erstes Interesse am Heiligen Gral war gar nicht christlicher Art, sondern als ich noch nicht lange germanischer Heide gewesen war. Mich interessierten immer sehr die arthurischen Sagen. Die Geschichte von König Arthur, Pendragon und seinem letzten großen, ja, vorchristlichen Reich oder Reich im Übergang oft vom Heidentum zum Christentum, das ja dort die Rolle spielt. Auch das letzte keltisch-britannische Reich, denn es endet ja mit der siegreichen Invasion. Der Sachsen und der Angeln, also als Mythos, hat mich die Geschichte, wie viele junge Menschen, vermutlich gerade junge Männer, natürlich besonders interessiert. Ich war auch an, ich bin ja früher, ich muss noch etwas zurückgehen, Leute, die meinem Kanal länger folgen, wissen das ja vielleicht Leute, die hier noch, sind ja seit einiger Zeit einige dazugekommen, wissen das nicht. Ich habe England immer ein bisschen als meine zweite Heimat empfunden. Das mit vielen Dingen zusammenhängt, unter anderem davon, ich bin ja in einen Orden, den Orden der Goldenen Dämmerung, eingeweiht und mein Meister damals war Brite, also Engländer. Und ich empfand die spirituelle und heidnische Szene in Deutschland immer etwas altbackenspießig, muss ich sagen. Und habe deswegen damals früh durch die, es war so wie so ein, es verzweigte sich. Je mehr Leute du kennenlernst, umso mehr andere lernst du wieder kennen. Das ist so ein bisschen ein Schneeballprinzip. Und das war damals in der Vorinternetzeit ja sehr wichtig, denn man konnte nicht einfach in Foren gehen. Deswegen war die persönliche Vernetzung auch noch. Hatte eine andere Qualität und Quantität, die sich vor Menschen, die in der Nachinternetzeit geboren sind oder in der Zeit, seit es das Internet gibt, nur noch schwer nachzuvollziehen ist. Aber die Älteren, die die Vorinternetzeit kennen, werden egal in welchen Bereichen genau wissen, wovon ich rede. Jedenfalls, ich war damals vor allem mit Leuten aus Großbritannien, Amerika und Skandinavien in Verbindung. Auch weil etliche Engländer und Amerikaner oder einige hier nach Berlin gekommen waren. Natürlich manche als alliierte Soldaten oder im Gefolge von alliierten Soldaten und dann einfach sozusagen hier geblieben sind, weil es ihnen in Berlin so gefiel. Das waren ja nicht wenige. Für die El Jüngeren, die die äh, Besatzungszeit gerade hier in Berlin war, sehr, sehr spürbar. Anders als in Westdeutschland. Ich muss gestehen, ich hatte zu den Amerikanern immer das beste Verhältnis. Sie waren besonders freundlich und ich hatte das Gefühl, sie waren den Deutschen besonders aufgeschlossen. Die Briten verhaltend wohlwollen, manchmal ein bisschen häufig besoffen, die Soldaten. Die Franzosen völlig verschlossen, von denen hörte man nie, man sah sie nie. Die waren immer weg in ihren Kasernen. Aber vielleicht lag es auch ein bisschen daran, dass ich nur sehr radebrechend französisch sprach damals. Es gab ja damals in Berlin deutsch-französische, deutsch-britische und deutsch-amerikanische Volksfeste und ich hatte das Gefühl, gerade in West-Berlin war zwischen den Amerikanern, den hier war und insbesondere aber auch den Briten, die hier waren, auf dem auf der Ebene der normalen Bürger jedenfalls wirkliche echte Freundschaften und das war eine Gute Zeit in West-Berlin. Sei dem wie dem auch sei, auf vielfache Pfade, wie die Dinge so sind, war deswegen meine spirituelle Entwicklung zum größten Teil in englischer Sprache. Es war auch, weil die Literatur, ich hatte das schon öfters erwähnt, in Deutsch damals sehr schlecht war, sehr rudimentär und die englischsprachige weit voraus, was auch kein Kunststück ist es gab ja sehr viel mehr Gruppen äh, und Individuen, die sich dem widmeten schon seit längerer Zeit. Es gibt international auch sehr viel mehr Leute, die Englisch sprechen, deswegen ist die rein die mathematische Wahrscheinlichkeit, dass es viel gibt und dabei auch dann eben mehr Gutes mehr als eine Sprache wie Deutsch, die doch von nicht so vielen gesprochen wird in der Welt. Sie hat in anderen Bereichen ihre Vorzüge, aber das Spirituelle ist immer etwas schwergängig im deutschen gewesen. Jedenfalls der Gral. Ich habe mich für England natürlich sehr interessiert. Ich war als junger Mensch sehr oft in England, Schottland und Wales. In Irland war ich nie. Irland hat mich aus irgendwelchen Gründen nie interessiert. Auch das originär die originär keltische Religion hat mich nie. Ich fand sie immer sehr verwirrend. Ich habe aus Wales mal einen großen Wälzer, das, das ich hier jetzt irgendwo noch habe, aber Namen fällt mir nicht mehr ein. Das ist so ein dicker schwarzer Wälzer über die keltische Mythologie. Und schon es zu lesen war unglaublich schwierig. Und ich bin nicht ganz durchgestiegen. Und es schien mir alles sehr verwirrend. Ähm, was vielleicht einfach damit zusammenhängt, dass die keltische Religion... Mh, schon viel frühzeitiger verdrängt und zerstört wurde, während die nordisch-germanische sich in Teilen Europas noch bis in die Zeit der Schriftlichkeit hielt und wir schriftliche Quellen in sehr viel größerer Art haben, also einen sehr viel geordneteren Einblick. Aber das nur am Rande. Für einen jungen Deutschen, vor allem für einen jungen Westdeutschen dieser Zeit, war Deutschsein ja keine positiv besetzte Identität? Sie war für mich auch keine negativ besetzte, aber ich empfand nichts groß dazu. Ich empfand mich als West-Berliner, denn die meisten Westdeutschen, die nach West-Berlin kamen, hassten es. Und zwar nicht so sehr aus den Gründen, wie heute gar Berlin Hass ist, sondern für sie war Berlin schmuddelig, für uns war. Westdeutschland spießig und Bundesdeutsche und Westberliner empfanden sich in der Zeit nur sehr bedingt als Teil eines gemeinsamen Volkes. Wobei das für mich in dem Alter lange auch gar keine Rolle gespielt hat, wozu ich gehöre. So war für mich England und Großbritannien lange Zeit wie so eine Art, Ersatzidentität, Ersatz zweiter Heimat. Ich war wie gesagt oft dort, hatte gute Kontakte dort. Wie es zum Beispiel andere gab, für die Irland wie eine Art zweite Ersatzwahlheimat war, wozu ich aus vielen Gründen keinen großen Bezug finden konnte. Einerseits fand ich die platte, kahle Landschaft doch etwas uninteressant, muss ich gestehen. Und auch wenn das jetzt etwas seltsam klingen mag, die Iren waren bis in die 90er Jahre hinein stockkonservativ, um nicht zu so sagen reaktionär. Nun ist es natürlich so, wenn man in ein anderes Land reist, stellt man sich nicht vor: Hallo, ich bin der So und So, ich bin schwul oder sowas. Das ist natürlich Quark. Aber wenn man weiß, die Meinung in Irland damals war scharf ablehnend von einer überwiegenden Mehrheit dass man freundlich behandelt wird, aber wenn die Leute einen kennen würden, würde die Freundlichkeit völlig verschwinden. Das war doch eine bedrückende Vorstellung und so war ich in weltläufigeren Ländern wie England, Frankreich, den Niederlanden oder Dänemark sehr viel lieber als in so einem in so sagen wir mal reaktionäreren Ländern wie zu der damaligen Zeit etwa auch noch Spanien und eben Irland. Sei dem wie dem auch sei, König Artus und das Interesse an den Artus-Sagen war das, was mich zur Idee des Grals brachte, das zu verfolgen. Ich fühlte da wie einen Ruf, wie etwas Besonderes, ein Mysterium, wenn man so will. Denn hier war ja der Status, also der hier als mythische Geschichte etwas erzählt, der Schnittpunkt zwischen dem Übergang vom Heidentum zum Christentum. Und beide kennen einen Gral. Es gibt den keltischen Gral in zwei Fassungen sogar: einmal als heiligen Stein und das andere Mal als den Kessel der Caridwen der Kessel der Wiedergeburt und natürlich dann den christlichen Abendmahlskelch. Und alle diese Grale, ich glaube, dass der Gral eine Energie ist, die sich auf vielfache Weise manifestieren kann, wenn ich so sagen darf, aber auch eine Idee. Das Interessante ist ja, in der artussage ereignet sich mit dem Gral Folgendes. Artus als junger Bursche steigt auf, wird König, das ist eine allseits bekannte Geschichte, errichtet ein gerechtes und gutes Reich, aber er und seine Ritter sind nicht makellos. Es ist am Gipfelpunkt der Blüte des arthurischen Britanniens. In alter Zeit auch das Königreich Logres oder Löger in Walisisch genannt. Das alte Logres, was Britannien. Ist sozusagen auf dem Gipfelpunkt der Art Macht von König Artus, an dem auch schon der Niedergang beginnt, durch die Verfehlungen der Personen. Die, viele werden das kennen. Der beste Freund und unschlagbarste Ritter, König Artus, Sir Lancelot hatte eine heimliche Liebe zu Artus' Frau Ginevra. Das ist ein seltsames Dreiecksverhältnis. Alle drei ahnen voneinander. Das ist der, das ist der jeweils dritte, also das ist der jeweils andere. Weiß. Also Ginevra und Lancelot pflegen das, die Liebe natürlich. Sie, sie praktizieren sie auch einmal wohl. Lieben aber beide Lancelot als, als Freund, der seinen König eigentlich der treueste Freund ist, Genevra, die ihrem Mann ergeben ist und hingegeben. Und doch ist aber hier die Leidenschaft, die sie diese Treue und Freundschaft die stärker ist. Aber auch Artus hat seine sündhafte Vergangenheit, die ihn zu dieser Zeit anfängt heimzusuchen. Er zeugte mit, mit welcher Beziehung er ihr stand, das ist mir nicht mehr klar. Es gibt verschiedene Quellen, mal ist es seine Halbschwester, mal ist es nur eine Zauberin Morgana manchmal gibt es auch mehrere Personen die da also mehrere Frauen die die Figur Morgana die nicht als eine ist sondern in mehrere Varianten aufgeteilt, aber das spielt keine so große Rolle, also die Zauberin Morgana die Artus verführt zugegebenermaßen mit einem Zauber, um den König sozusagen ein bisschen in der Geschichte von der Sünde zu entlasten, aber er macht es sich doch zum Vorwurf. Er, er schläft eben mit, mit ihr hat also unehelichen verkehr und aus diesem unehelichen verkehr kommt ähm, mordred hervor der junge prinz ähm, der artus schließlich tödlich verwunden wird und sein königreich vernichtet das ist gerade in dieser zeit der blüte dem apex dem höhepunkt dann das was die beiden Dinge, die dem König immer im Bewusstsein sind. Er will ja eine möglichst perfekte, gerechte Welt für alle schaffen. Aber er hat selbst eine Sünde begangen. Und so steht er in der Situation, Lancelot nicht vorwerfen zu können und Ginevra oder schwer. Einerseits muss er es als König, denn er muss vor das Gerechte und das Recht sprechen, unabhängig von der persönlichen vom persönlichen Verhältnis, ob es auch seine Frau und sein bester Freund sind. Denn er muss hier neutral sein. Er kann ja nicht Favoritentum betreiben, wenn er nicht seine Werte verrät. Aber er weiß, er hat sich ja selbst schuldig gemacht. Das ist sozusagen sein persönliches Dilemma. Lancelot wird verbannt oder geht in die Verbannung. Wie es mit Genevra ist, muss ich jetzt passen, ehrlich gesagt. Es gibt ja auch mehrere Varianten dieser Geschichte. Entscheidend ist jedoch, dass genau in dieser Zeit, um diese Zeit herum, kurz danach, ich glaube Lancelot ist schon verbannt, am Hof des Königs eine Vision des heiligen Grals erscheint. Und das Ergebnis ist vor allem unter diesem Gefühl der Bedrückung, dieser Situation schickt Artus seine Ritter alle auf die Suche nach dem Gral, in der Hoffnung, im Heilsgefäß, im Gefäß des Göttlichen, der Heilsversprechung, die der Gral darstellt, Rat zu finden, Heilung zu finden, Seelenheilung, Weisung, göttlichen Schutz, irgendetwas in der Art. Und das Tragische ist, gerade dadurch besiegelt er sozusagen letztgültig den Untergang, denn die Ritter sind nun in alle Richtungen zerstoben. Es ist ein bisschen wie bei Order 66 in Star Wars, wenn man so will. Da sind ja auch die Jedi in alle Himmelsrichtungen zerstoben und es ist umso leichter, das Reich zu Fall zu bringen. Mordred kommt und kann sich Arthur stellen, und seine ganzen Ritter sind in der Welt verstreut, den Gral zu suchen. Fast keiner der Ritter kommt von dieser Suche zurück. Oder die, die zurückkommen, fallen dann in der Schlacht gegen Mordred. Ich glaube, ich muss recht überlegen gawain ist zum beispiel einer derjenigen der tatsächlich den gral findet aber er kann nicht lange bei ihm bleiben denn gawain ist ein mensch halb der, der geistigkeit halb der welt und es gibt noch ich glaube sir galahad ist derjenige der tatsächlich den gral findet und in der gralsgemeinschaft bleibt wenn ich mich richtig entsinne ist sir galahad der immer als der besonders der reine der besonders unschuldige der ganz reine ritter gilt jedenfalls und das zeigt diese geschichte und viele geschichten um den gral einerseits ist da ein heils gefäß meistens ist da ein gefäß es gibt wie gesagt auch varianten in denen ein stein ist das gleicht ein, ein, ein Ding, ein heiliges Artefakt, das gleichzeitig Heil, aber auch Verderben bringt, also eine Ambivalenz besitzt. Der Kessel der Keredwen ist der, in der die Toten hineingehen, aber sie kommen eben auch oft lebendig wieder heraus. Der Kelch des Abendmahls Jesu ist der Kelch, mit dem er zwar den heiligen Ritus des Abendmahls einführt mit seinen Gefährten, aber es bedeutet eben auch das letzte Abendmahl. Er ist danach aus der Welt fort, bald und lässt eben nur die Zeremonie des Grals des Abendmahls zurück. Es ist also immer etwas, das mit gleichzeitig Verlust und Erkenntnis. Also, das Heilige bringt einerseits eine Heiligung, kann aber auch einen, eine zerstörerische Wucht entfalten. Das ist ein, ein Merkmal des Heiligen, über das man sehr viel meditieren und nachdenken muss und letztlich ein Mysterium auch bleibt. Zoltan Zabo, der ein ungarischer runenforscher gewesen ist war der überzeugung der gral weit im, wandert immer durch die welt und weit für einige zeit bestimmt die kulturen oder kulturkreise während er dort weilt und wandert dann weiter zu einer anderen völkergruppe die er dann weilt weit und segnet zu einer blüte und die, von der er wegwandert, zerfällt, so wie das Artorische Reich. Zoltan Zabo, der Runenautor, hat ein Buch, ich glaube, 87 geschrieben, in der er die Ansicht vertrat, der, 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 der Gral würde jetzt zu den Slaven weiterwandern. Und bemerkte in Klammern, er sage das als neutrale Partei, denn er als Ungar ist ja kein Slave. Und just zwei, drei Jahre später fiel ja die Mauer und der Sozialismus brach zusammen. Ob man das zusammenfügen mag oder nicht, das ist jedem persönlich anheimgegeben. Auch in unserer Zeit noch, in der sich das amerikanische Vogtum und der europäische Vulgärsozialismus im Westen ausbreiten und Osteuropa dort relativ stark steht, kann man ja sagen, auch da ist in den slawischen Völkern und überhaupt den Völkern Osteuropas tatsächlich noch etwas wie ein Segen über diesen Völkern, der sie schützt. Aber der Gral bleibt eben nie unendlich lange an einem Ort, er zieht weiter. Und wenn er den Segen abzieht, zerfällt oft das Königreich, in dem er vorgeweilt hat. Das ist das seltsame Mysterium. Das Besondere des Grals ist auch, dass es nicht etwas ist. Es gibt ja die Geschichten einer Graalsgemeinschaft. Also des Königs titorell seines Sohns Amphortas, seines Nachfolgers Parsival. Und Parsivals Sohn Lohengrin über das zu erzählen, jetzt zu weit führen würde. Jedenfalls, es gibt hier eine Gemeinschaft, die den Gral angeblich hütet. In der Mythe heißt es der Berg Monsalvat, der mit verschiedenen weltlichen Orten versucht wurde, ähm, in Verbindung gebracht zu werden. Ein Ort habe ich selbst auch aufgesucht, das ist ähm, das Kloster Montserrat in den Pyrenäen, in, wo ich gewesen bin, in diesem Kloster. Ein, ein unglaublich überlaufener Ort, der durch die Überlaufenheit leider gar nichts Spirituelles hat, aber das geht einem, wenn man Stonehenge oder ähnliche Orte besucht, ja leider genauso. Die Atmosphäre vieler heiliger Orte ist, die durch die Totalüberlaufenheit Überlaufenheit mit Touristen, von denen man ja dann selber einer ist, da ist das Heilige nur sehr entfernt zu spüren. Obwohl der Anblick dort in den kargen Pyrenäen hinab in die Schluchten, das ist ja eine sehr karge Gegend dort um Montserrat, ein sehr denkwürdiges Erlebnis gewesen ist. Das hat natürlich auch etwas damit zu tun, dass der Gral oft mit den Gnostikern, den Katharern zum Beispiel, in Verbindung gebracht wurde, den Templern und vielen anderen Gemeinschaften, esoterischen, heretischen Christentums, wie man früher gesagt hätte. Also Varianten des Christentums, die eher esoterisch gewesen sein sollen. Deswegen auch oft dann von der Kirche verfolgt und, meist und, und allesamt vernichtet wurden. Und so heißt es mal von den Kartarern, mal von den Gnostikern, mal von den Templern, von denen es auch oft heißt, sie seien sozusagen geheime Neuauflagen einer geheimen Linie, die den Gral hütet und das Gralsgeheimnis. Was immer das ist, es wird ja sehr verschieden gedeutet. Und dass sie eben solche Burgen hatten, solche Verstecke. Dann gibt es eine völlig andere Deutung, denn der Heilige Gral wird auch oft genannt der Sangreal. Also der Heilige Gral, Sangreal. Und Sangreal kann man auch lesen als heiliges Blut, Sanguinis realis sodass also manche der Überzeugung waren schon vor langer Zeit. Heute in modernen Unterhaltungsautoren hat sich das wieder an größere Beliebtheit erfreut zu sagen, es ist nicht ein, ähm, ein, ein Artefakt, sondern es ist eine, eine Erblinie. Und die verbreitetste Theorie ist natürlich die Erblinie, es sind leibliche Nachkommen Christi. Oder wenigstens Marias, Maria Magdalenas. Also oft heißt es, Jesus und Maria Magdalena hätten gemeinsam Kinder gehabt. Den Merowingern wurde zum Beispiel manchmal nachgesagt, sie haben das heilige Blut, das Sanguinis realis. Das war einzig wahrhaft ein königliche Blut in der Ansicht dieser Art von Christen gehabt. Heilige Könige. Die Vorstellung ist auch in vorchristlicher Zeit und in außerchristlichen Kulturen etwas sehr Verbreitetes, diese Vorstellung, dass der König etwas vom Göttlichen berührtes ist, ein König etwas Heiliges ist. Und zugleich gerade im keltischen Mythos zum Beispiel ist der König mit dem Land verbunden. Und in vielen dieser Kulturen, wenn sozusagen es dem Land schlecht ging, gerade in der ganz archaischen Zeit hat man den König oft geopfert, damit das Land wieder geheilt wird. denn, denn, denn wenn das Land da niederlag, war es die mystische Schuld des Königs. Und das Zeichen des Himmels oder der Erdgöttin, wie es jeweils der, die Position war, zu sagen, es braucht jetzt einen neuen König, der alte taugt nichts mehr. Er hat Verfehlungen begangen oder er hat das Wohl des Himmels. In China kennt man das ein bisschen aus dem Mandat des Himmels, dass der dem Kaiser entzogen wird. Das sind so ähnliche Gedanken. Und das ist das vom Heiligen Blut, das Königliche, von besonderem geblüht zu sein. Etwas, das im Blut weitergegeben wird. Oder dass in das Blut gegeben wird durch den Ritus der Königssalbung, zum Beispiel. Und dann einer bestimmten Familie, einem bestimmten Geschlecht für einige Jahrhunderte obliegt. Bis sie es durch Unwürdigkeit dann eben auch wieder verlieren, wie den Heiligen Gral auch. Meine Beschäftigung mit dem Gral war also zunächst auf dieser arthurischen Sagenwelt. Ich las, ich habe etliche Orte der arthurischen Sage besucht, nicht primär auf der Suche nach dem Gral, aber ich hatte das auch ein bisschen immer im Hintergrund und hatte manchmal das Gefühl, dem Gefühl des Grals ein bisschen näher gekommen zu sein, denn es heißt in vielen Büchern, die sich mit der Gralsuche beschäftigen, dass das Entscheidende nicht darin ist, den Gral zu finden. Das ist nur wenigen vergönnt, sondern die Suche sozusagen ist das Besondere. Die Queste, wie man früher gesagt hat, die den Sucher verändert. Die auch nie wirklich endet. Denn der Gral erscheint mal kurz und dann entzieht er sich wieder und der, der, der Sucher, der Grals sucher sucht also quasi ewig ist also sein lebtag auf der auf der suche danach ich hatte hier in berlin in einem ganz besonderen moment ein einziges mal ein, ein, ein sehr intensives gralserlebnis eine, eine schau damals war dort eine, viele große gärten die waren schon die leute waren schon ausgezogen aus diesen gärten und sie standen quasi unbewacht, unbeschützt und unverschlossen da. Und sie sollten ein Jahr später abgerissen werden. Oder ein halbes Jahr, um dort Häuser zu bauen, die nun dort auch heute stehen. Und ein größeres Grundstück war voller Apfelbäume. Ich war dort im, in der Zeit des Sonnenuntergangs. Ich weiß nicht mehr in welcher Jahreszeit. Es muss wohl früher Herbst oder Spätsommer gewesen sein. Und die leeren, schon teilweise verfallenden Gebäude, denn einige hatten sich dort vandalistisch ein bisschen gezeigt. Und die betrübte Stimmung, die dort herrschte, einerseits auch meine eigene Wehmut, denn ich habe diese Gärten, obwohl ich ja nie rein konnte, bevor die Leute nicht weggegangen sind, um sozusagen dem Abriss, der sich verzögerte, aus welchen Gründen weiß ich nicht. Sonst wäre ich da nie reingekommen. Aber ich lief dort umher zwischen den Halbruinen, die es schon waren, und den Apfelbäumen. Und ich war tatsächlich überwältigt plötzlich von, einem, von einer Schau des Gralskelchs, der dort zwischen einem Apfelbaum, zwischen den Ästen mir erschien. Ich glaube, das ist der einzige Apfelbaum, der tatsächlich stehen geblieben ist. Ich weiß nicht, ob er heute noch ist. Jedenfalls war er sehr lange Zeit, das ist ja Jahrzehnte her, jedenfalls ist er lange Zeit noch da gewesen. Ich habe lange nicht mehr danach geschaut, weil ich vielleicht noch ein bisschen fürchtete zu sehen, dass dieser Baum nicht mehr da sein möge. Sonst ist alles an Bäumen ja dort entfernt worden, als man dort Häuser gebaut, gebaut hat. Es gibt ein paar Gralsbegegnungen. Eine starke Gegenwart des Grals spürte ich in einer ganz absurden Situation einige Jahre später, als ich auf dem Breitscheidplatz in Berlin saß. Das ist also da an der Kaiser-Wilhelm-Gedächtniskirche. Ich saß dort, ruhte mich aus. Ich weiß wirklich nicht mehr, es ist 25 Jahre, 20 Jahre, mehr, was weiß ich her, vielleicht mehr. Ich saß dort und alles war um mich hektisch. Es war der übliche Trü Trubel Westberlins, Straßenmusiker, Cafés, Remi Demi, was eben dort, dort, dort so ist, Buden. Und es war, als ob eine große Stille plötzlich trotzdem um mich herum sich manifestierte. Und ich fühlte etwas Besonderes und wusste, hier ist eine Gralsoffenbarung, der mich kurz streifte, der mich kurz entrückte. Aus dieser lauten Realität, wie um mir zu zeigen, es ist nicht wichtig, in Waldeinsamkeiten zu gehen. Das Mysterium, das Heilige kann dir überall begegnen, in den seltsamsten Situationen. Das habe ich daraus gelernt. Ich war dann einige Jahre später, ich fand dann, ein, eine, ein, mir empfahl jemand eine Buchserie von einem Autor namens Abdrushin. Der hat auch einen deutschen Namen, aber ich ehre Menschen immer dadurch, dass, sie dich, dass ich sie mit dem Namen gede ihrer gedenke, den sie wählten. Abdrushin, du kannst auch nachlesen, war ein Deutscher. Der hat eine sogenannte Gralsgemeinschaft gegründet, die gibt es auch noch. Der hat ein Buch geschrieben, es gibt es als Einbandfassung, als Dreibandfassung. Und wollte sozusagen eine Art weiterentwickeltes Christentum, ein esoterisch weiterentwickeltes Christentum präsentieren. Ich fand das nicht mal schlecht, obwohl ich damals Heide war, wie ich es heute auch bin. Aber mir waren die Leute ein wenig zu... Das Problem mit Leuten, die nur mystisch, ich bin ja Okkultist, das heißt Schamane, ich mache auch okkulte Praktiken. Und das war bei diesen Leuten, wie auch bei anderen Gemeinschaften, die ich immer mal wieder besuchte, um anderes kennenzulernen. Ich war immer neugierig, was andere machen, Theosophen zum Beispiel. Bei dieser Art Leute war das immer verpönt. Das ist der böse Okkultismus, der die Leute verführt. Und dieser Ansicht war auch der Gralsbewegungsgründer Bewegungsgründer Abtruxin. Ich habe das damals nicht verstanden und auch heute nicht, denn ich glaube, dass das Okkulte wie eine Wanderschaft ist, viele Dinge zu erleben und viele Dinge kennenzulernen. Aber ich wusste doch, er war schon auf einer nicht ganz falschen Spur, es war auch viel Weisheit darin. Und die Gralsbewegung hatte drei Feste, wovon ich immer nur eines feierte, nämlich das... Was ich als das Höchste empfand, das war das, das ist eben das heute. Ich weiß gar nicht mehr, ob es heute noch rauskommt. Wenn es, in, wenn es auf YouTube ist, wird wahrscheinlich schon der 30. sein. Aber jetzt, wie ich spreche, ist noch der 29. Und ich nutze den Tag immer ein wenig, eine Stunde oder zwei zur Einkehr. Früher habe ich auch lange nachdem ich die Gralsgemeinschaft verlassen habe, teils alleine, teils mit Freunden, dort eine kleine Gralszeremonie an diesem Tag abgehalten. Das mache ich lange nicht mehr. Aber als ein Tag, in dem ich in mich gehe und der Gralsidee wieder nachgehe, das mache ich, wenn ich mich daran erinnere jedes Jahr. Ein paar Mal habe ich es auch vergessen. Dieses Mal war es etwas ganz Besonderes, denn ich hatte in der Nacht einen außergewöhnlichen Traum. Ich bin sehr früh um, um kurz vor fünf aufgewacht und war voller Eingebung, etwas zu schreiben, das ich dann vorlesen wollte noch. Jedenfalls meine dritte Begegnung mit Leuten, die den Gral suchen, war eine ganz andere, eine Gralsbewegung, die heute leider glaube ich keine Bewegung mehr hat. Das war aber auch nicht der Absicht des Gründers. William G. Gray hat eine Bewegung, die nennt sich Sangreal-Bewegung. Sangreal Sodality. Es ist ein Engländer. Und seine Idee, er hat mehrere Bücher geschrieben, Zeremonien über den Gral. Und seine Interpretation war: Sangreal bezieht sich tatsächlich auf das heilige Blut, aber nicht das einer Linie sondern das aller Menschen. Alle Menschen haben das Göttliche in sich, das bedeutet es. Und sind in einer universellen Brüderschaft aller Menschen verbunden. Und er lernte viele spirituelle Sucher der Vergangenheit äh, kennen. Damals war er noch sehr jung. Unter anderem auch Crowley, Dein Fortune, viele andere aus diesem Umfeld. Das waren jetzt... Da entforscht und sagt den meisten heute nichts mehr. Aber selbst von Crawley wissen die meisten Leute ja nicht mehr als meistens böswillige Gerüchte. Sei es wie es sei. Er hat seinen ganz eigenen Weg gefunden und gemacht. Ein komplett eigenes System entwickelt, das sozusagen wie die Theosophie auch. Den Menschen sagt, ihr habt hier nicht eine neue Religion, sondern ihr könnt, welche Religion ihr immer habt, behalten. Ihr lernt aber hier eine spirituelle Weisheitslehre sozusagen daneben oder on top, wie man will. Und ich fand diesen Gedanken immer charmant, denn auch der Orden der Goldenen Dämmerung, dem ich angehöre, hat ja diese Idee es gibt eine spirituelle Weisheitslehre und welcher Religion du sonst angehörst ist nicht wichtig solange du die Mitglieder der anderen Religionen in der Gemeinschaft als als Brüder akzeptieren kannst dass man sozusagen die darüber hinausweisende Weisheit die spirituelle sucht das die Sangreal-Gemeinschaft und die Sangreal-Idee hatte etwas sehr feinsinniges, etwas sehr würdevolles. Ähm ich weiß nicht, warum ich da nicht dann dabei geblieben bin. Es war zuletzt schließlich einfach nicht meine Sache. Und ich merkte dann auch, dass für mich die Suche danach sich erschöpft hatte. Und ich hatte Grals Begegnungen dann nur noch sehr selten. Ich habe auch kein Bedürfnis der Suche mehr speziell danach. Aber ich habe daran gedacht, denn ich hatte, ich führe ja gerade ein spezielles Tagebuch, ein, ein spirituelles, da ich eine Art spirituellen Rückzug habe, in dem Sinne, dass ich mehr in mich gehe als üblich und dann Erkenntnisse, Träume und so weiter besonderer Art aufschreibe. Und eine davon ist eben diese, mit der ich das Video abschließen möchte, das Vorlesen dessen, was mir wie eine Eingebung plötzlich da war, als ich erwachte. Die Beschreibung dessen, was hier geschrieben steht, was ich nun lesen werde, muss zwangsläufig für die meisten fragmentarisch verständlich sein, also nicht vollverständlich. Ich bitte das zu entschuldigen. Denn ich müsste, um alles zu erklären, zehnfach, zehnfach so viel dazu schreiben. Und ähm, ich habe umgekehrt Spiritualität auch so gelernt, dass ich Teile bekommen habe und man mir sagte, jetzt finde den Rest selber, wenn er dich interessiert. Als Prüfung, wenn man so will. Man kann Leuten nicht alles vorgeben. Dinge muss man auch finden, aber einiges davon kommt auch in diesem Text. Also ich lese ihn jetzt einfach weiter ohne Kommentar vor und schließe ihn damit ab. Zum Jahresende als Klammerbemerkung, vielleicht mache ich morgen einen Livestream, aber versprechen kann ich es nicht, hängt davon ab. Ich habe noch etliches zu tun, hängt davon ab, zu wie viel ich komme und auch wie fit ich morgen bin. 29. Dezember 2021, 4.48 Uhr, der Tag des Sangreal. Elorien hat mir in meinem Traum, einem Traum, ein Gleichnis gezeigt, das ich nicht aufschreiben werde, denn es ist nicht für die Menschen auf der Erde bestimmt, es zu erfahren. Nachdem er viele Schüler des Lichtes genommen hatte, die am Ende die letzte Prüfung nicht bestanden hatte, so hatte er einen der Dunklen vor dem Tod bewahrt und versucht, ihn zu lehren. Ein stolzer Mensch, einst im Licht wandelnd, dann in die Finsternis gefallen. Er dachte, vielleicht könnte er diese letzte Lektion verstehen. Aber am Ende hatte er ebenso versagt wie die Schüler des Lichts. Das war die Essenz des Traums. Am Ende stand Elorien auf dem grauen Turm über einem schönen Land und ich, der den Traum nur als Beobachter gesehen hatte, wurde nun angesprochen, verstehst du es, nachdem du das gesehen hast? Ich dachte, vielleicht zumindest teilweise und ich sagte es ihm, und anscheinend war ich zumindest teilweise auf der richtigen Spur. Die Menschheit ist in der Tat gefallen. Vor langer Zeit. Einst war sie eins, eine Ganzheit, Licht und Dunkelheit, Yang und Yin, und jedes hatte seinen Platz und seine Aufgabe, aber die Menschen waren nicht zufrieden. Sie sahen nicht, dass sie sich nur durch das Ertragen von beidem eines Tages über ihre Sterblichkeit erheben könnten. Sie schämten sich zu sehr für ihre dunkle Seite, erkannten nicht die Notwendigkeit der dunklen Seite und ihrer Sterblichkeit und spalteten sich selbst in zwei Hälften, um den Schatten zu vertreiben. In den frühen Zeitaltern der Menschheit erinnerten sie sich noch an die Ganzheit der Vergangenheit, aber mit jedem Jahrtausend vergaßen sie mehr und mehr, und der andere wurde zum Feind eines jeden von ihnen, bis die Anhänger des Lichts nur noch freundlich, aber schwach waren, wie in Wells Zeitmaschine die Eloy, und die Dunklen mächtig wurden, aber von der Lebenskraft selbst abgeschnitten waren, so daß all ihre Werke verdorrten und am Ende zusammenstürzten. Die Tatsache, dass alle Zivilisationen der Menschen fallen, ist kein natürlicher Kreislauf, wie es heute oft heißt. Keine Notwendigkeit, wie die Menschen heute so sehr glauben. Es ist ein Symptom, ein Ergebnis der inneren Spaltung. Nach einem Niedergang nähern sich Licht und Dunkel eine Zeit lang im Menschen an und so gelingt es den Guten und den Starken eine vorübergehende Allianz einzugehen und eine neue Zivilisation zu erschaffen. Aber dann fallen die beiden wieder voneinander ab. Die des Lichts werden von den Dunklen verdrängt, die mehr und mehr die plätze der macht einnehmen und die lichten die von der dunkelheit abgestoßen sind geben sie nur allzu leicht preis und verachten die dunkelheit nur als einen makel der aus den sie aus ihrer eigenen natur getilgt sehen möchten und dann ist die spaltung vollendet diejenigen die dem licht angehören isolieren sich in der immer dunkler werdenden zivilisation und je mächtiger die dunkleren werden, umso weiter entfernen sich die vom Licht, desto mehr werden auch die Dunklen von der Lebenskraft abgeschnitten, bis die gemeinsame Zivilisation schließlich zerbricht. Sie zerbricht nicht, weil gute Zeiten schwache Menschen hervorbringen. Sie zerbricht, weil die guten Menschen sich mit ihrer eigenen, von ihrer eigenen dunklen Natur entfremden, und die Schlechten sich bewusst werden, dass sie ein Licht in sich haben, aber beide lehnen das andere in sich ab. Die guten, hellen Menschen, weil sie die Stärke der inneren Bestie fürchten und versuchen sich zu reinigen, zu läutern. Und die dunklen, bösen Menschen, weil sie fürchten, dass das Gute sie schwach macht und zur so Beute für die andere machen würde. Denn auf dem Höhepunkt der Zivilisation besteht die größte Chance nach innen zu schauen. Und was beide Seiten finden, beunruhigt sie, und so beschließen sie beide, sich wieder zu trennen, und so beginnt der Niedergang von neuen. Das ist weder ein Gesetz noch eine Notwendigkeit. Es ist kein zwingender Kreislauf. Der Fehler liegt nicht darin, dass zu viel Haben die Menschen verweichlicht, das Scheitern besteht darin, die Notwendigkeit der wahren Natur der Menschen in dieser Welt und das Wesen von beiden Teilen zu begreifen. Zu begreifen, dass jeder von ihnen ein Spiegel des anderen ist, eine fehlende Hälfte und kein Feind. Und darum hat Elorien einmal zu mir gesagt, dass die Wahl vieler das Schicksal aller sein wird. Die Menschen können den Schritt nur tun, wenn sie die Illusion der Trennung überwinden. Wahrhaftig sehen ist nicht etwas, womit der Mensch von Natur aus geboren wird, wie er glaubt. Sehen ist etwas, das der Mensch wie alles andere lernen muss. Aber es ist nicht das Füllen eines Gefäßes, sondern Sehen lernen ist ein Niederreißen von Schleiern, ein Loslassen, ein Leerwerden droschin verurteilte den okkultismus da er in ihm nur ein werkzeug der macht und damit eine torheit der finsternis sah wie so viele von ihm die ganz auf der hellen seite standen sah er den nutzen nicht okkultismus ist in der tat eine macht und daher von natur aus dunkel aber man kann sie nutzen um viele dinge zu lernen welten zu sehen mit wesen zu sprechen die Reise durch die Seele und die Seelen anderer, viele Perspektiven lernen und nur diejenigen, die die Welt durch viele Augen gesehen haben, lernen sie in ihrer Gesamtheit. Genauso wie der bloße Okkultist versagt, wenn er sich darin verliert, die Kräfte zur, Alleinigung, Befriedigung, zur alleinigen Befriedigung von Gier und Macht einzusetzen und es versäumt sich zu öffnen und hinzugeben. Und wie im magischen Bereich, so gilt es auch in der Welt. Von allen Dingen ist das Schaffen von Kunst dem ursprünglichen Gleichgewicht am nächsten. Um Kunst zu erschaffen, muss man sich dem inneren Dunkel stellen, um die Kraft zu erlangen, aus Scheitern und Schmerz lernen, sie in Schönheit verwandeln. Und der Tanz von Licht und Finsternis in der Seele des Menschen erlaubt es ihm, schöpferisch tätig zu sein, so wie die Menschen ja die kleineren Abbilder des Schöpfers sind. Wenn für eine Weile Finsternis und Licht um die Seele tanzen, dann komponieren sie Musik, die bewegt, und Kunst, die überwältigend zu betrachtend ist. Wenn der Mensch eine Zeit lang ein Schöpfer ist, verloren im Prozess, Losgelöst von der Lust nach Ergebnis, wie einer der alten Meister sagte, so wie der Künstler beim Komponieren eine Zeitlang fast wieder ganzheitlich ist. Denn er muss die Kraft der Dunkelheit aufbringen, um seine Kunst zu verbessern und zu schulen, den Schmerz des Scheiterns und die Angst vor der Ablehnung überwinden, bis wie ein roher Stein aus den Kräften von Licht und Finsternis ein schönes Kleinod geschmiedet wird und ein Werk entsteht welches die Menschen an die Harmonie des Gleichgewichts aus der Zeit zuvor erinnert. Und das ist auch der Grund, warum die Menschen bei einer schönen Musik weinen, denn ihre Seele erinnert sich an den Verlust. In unserer Zeit schließt sich der Kreis wieder. Die Dunklen werden dunkler, weil sie das Licht als Schwäche fürchten. Sie stoßen immer mehr in sich davon ab, in der Hoffnung, dass rohe Kraft das zerfallende Reich zusammenhalten könnte, und damit schaffen sie genau jenes Verhängnis, das sie so verzweifelt zu meiden suchen. Und die Lichten, die sehen, dass die Dunklen immer dunkler werden, fliehen immer mehr aus der Welt, bis die Belastung auf die Zivilisation zu groß wird und das Verhängnis erneut geschieht. Aber das war die letzte Lektion für diese Nacht. Und hier irren sich die Lichten ständig, wie einst Abdur-Shin. Verstehen kann man nicht mit Worten lehren. Verstehen ist etwas, das jeder einzelne selbst erfahren muss. Wenn Menschen Worten folgen, dann sind sie nur Mitläufer, egal wie weise und gut die Worte sind. Das ist es, was die Dunklen besser verstehen. Das kann nur die Erfahrung offenbaren. Aber da sie selbst die Lebenskraft des Lichtes abgeschnitten haben, sehen sie zwar, aber sie können nicht mehr sehen, was vor ihnen ist, da sie Sklaven geworden sind von Angst und Hass. Die Kräfte, von denen sie glauben, dass sie sie frei machen, sind es, welche sie zu ihren Sklaven machen so wo ich für die lichten ohne kraft und erfahrung ihre weisen worte nur hohl sind und wie blätter im wind verwehen ist es nicht das was einen lebendigen baum das urbild des kosmos ausmacht er hat wurzeln in der dunkelheit die ihm kraft geben und hohe äste im licht der sonne die wurzel ohne die zweige blind die zweige ohne die wurzel kraftlos wie viele kreise um oh mensch musst du durchlaufen bis du verstehst